Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Bevor ich mich jetzt etwas konkreter dann mit dem Antrag der Kolleginnen und Kollegen der SPD beschäftigen will, glaube ich, ist es notwendig, noch einmal etwas zur allgemeinen Situation zu sagen. Zu Hause bleiben und Abstand halten, das waren die Losungen der letzten Wochen, und sie werden es wohl trotz mancher Lockerungen, die wir auch heute diskutiert haben, noch eine Weile bleiben. Diese sinnvollen Aufforderungen zum Gesundheitsschutz haben freilich eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung. Eine Voraussetzung, die eigentlich selbstverständlich sein sollte, es in unserer Gesellschaft aber leider nicht für jeden ist. Zu Hause bleiben und Abstand halten kann nur, wer tatsächlich auch ein Zuhause hat und es sich in diesen Zeiten leisten kann und für den es in diesen Zeiten sicher ist. Deswegen halten wir zuallererst fest, Schutz vor Corona braucht ein Zuhause, machen wir uns bewusst und erinnern uns daran, wenn die Krise auch überwunden sein wird. Wohnen ist ein Menschenrecht, und der Zugang zu einer Wohnung muss für alle gelten, unabhängig von Herkunft oder Einkommen. Leider ist das in unserer Gesellschaft aber eben keineswegs selbstverständlich, dass alle Menschen den gleichen Zugang zu Wohnraum haben. Vielmehr hat sich das in den letzten Jahren seit der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 fortfolgende in Deutschland eine beispiellose Flucht des großen Geldes in vermeintlich sicheres sogenanntes Betongold gegeben. Mit der Folge, darauf ist von Frau Barth, von der Kollegin Barth ja hingewiesen worden, dass in Hessen, dass vor allem in der Rhein-Main-Region, in den Hochschulstädten Menschen mit geringem und mittleren Einkommen kaum mehr in der Lage sind, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Die Lage am Wohnungsmarkt, die war schon auch vor der Corona-Krise für breite Teile der Bevölkerung eine einzige Katastrophe. Sie bleibt es in der Corona-Krise. Das dürfen wir nicht vergessen. Die aktuelle Situation führt uns besonders drastisch vor Augen, was die Realität von Mietenwahnsinn und Verdrängung, was die soziale Ungleichheit in der Wohnraumversorgung für den Alltag der Menschen bedeutet. Während die einen die Phase von Kontaktsperre, von Homeoffice, von geschlossenen Spielplätzen, in großen Wohnungen oder in Eigenheimen mit Gärten verbringen können, müssen andere in beengten Verhältnissen zurechtkommen, in zu kleinen Wohnungen im städtischen Raum. Oder haben aber, wie Obdachlose oder Geflüchtete in Sammelunterkünften, mangels eigenem Wohnraum fast gar keine Möglichkeit, sich vor Corona zu schützen. Gleichzeitig gibt es in unserem Land weiterhin Leerstand. Es gibt ungenutzte Hotels und leerstehende Apartments. Wir finden, das ist sozial ungerecht und eines reichen Landes wie Deutschland nicht würdig. Diese Situation entsteht aber nicht zufällig. Die ungleichen Voraussetzungen zur Bewältigung der Krise sind logische Folge eines kapitalistischen Wohnungsmarktes, der in erster Linie diejenigen mit ausreichendem Wohnraum versorgt, die viel Geld haben. Und sie sind die Folge einer neoliberalen Wohnungspolitik, die viel zu lange der Überzeugung angehangen ist, dass es gerade der Wohnungsmarkt ist, der eben die Wohnungsversorgung richten wird. Aber gerade die Corona-Krise zeigt einmal mehr, der Markt richtet es nicht, weder im Gesundheitswesen noch bei der Versorgung mit Wohnraum oder in einem anderen Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge. Und deshalb gilt jetzt in der Corona-Krise umso mehr, was wir schon immer sagen, Wohnraum darf keine Ware sein, ein Umstand, den wir vielleicht gerade heute am 202. Geburtstag von Karl Marx noch einmal in Erinnerung rufen sollten. Die Einsicht ist wichtig, weil die eigentliche Krise für die Mieterinnen und Mieter, die steht ja erst noch bevor. Und deswegen kommt es darauf an, dass die Politik reagiert. Laut einer aktuellen Umfrage können bereits jetzt die große Zahl von 1,6 Millionen Menschen, 1,6 Millionen Haushalte, sind sogar noch viel mehr Menschen, ihre Miete nicht mehr bezahlen. Und im Übrigen, jetzt gerade wird in Frankfurt der Mietspiegel weiter fortgeschrieben, und er sieht mögliche Mieterhöhungen von 3,5 % vor. Das ist doch katastrophal für die Mieterinnen und Mieter in einer Situation wie der jetzigen. In derselben Umfrage, die ich eben erwähnt habe, hat jeder fünfte Mieterhaushalt angegeben, demnächst in Zahlungsschwierigkeiten zu geraten.
Expertinnen und Experten rechnen damit, dass die reale Zahl der Mietausfälle ab Ende des Monats steil nach oben geht, wenn dann Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit voll durchschlagen und die Ersparnisse aufgebraucht sind. Hier droht eine mietenpolitische Zeitbombe. Und deswegen sind jetzt eine rasche und entschlossene Wohnungspolitik im Interesse der Mieterinnen und Mieter notwendiger denn je. Und ja, wir haben durchaus wahrgenommen, erste Schritte wurden unternommen. Viele Wohnungsunternehmen verzichten aktuell auf Mieterhöhungen, auch auf Kündigungen, darunter, wie von uns auch gefordert, die Nassauische Heimstätte und sogar die GWH, bei der es doch ansonsten immer heißt, sie muss sich ja auch unternehmerisch ausrichten. Und deswegen ließe sich eine Bewirtschaftung nach sozialen Kriterien gar nicht darstellen. Aber hier zeigt sich, dass es gerade die öffentlichen Wohnungsunternehmen sind, die in der Krise keineswegs zwingend profitorientiert agieren müssen. Ich finde, das sollten wir uns gut merken, auch in der Zeit nach Corona. In diesem Sinne können wir uns der Überschrift des vorliegenden Antrags nur anschließen. Auf den politischen Willen kommt es an. Und tatsächlich zeugt es auch von gutem Willen, dass die Bundesregierung bereits einige Maßnahmen beschlossen hat, um Mieterinnen und Mieter in der Krise zu schützen. Darunter das bereits erwähnte dreimonatige Kündigungsverbot im Falle von Corona-bedingten Mietschulden. Allerdings zeigt diese Maßnahme eben auch, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, dass guter Wille alleine nicht reichen wird. Wie sollen denn die Mieterinnen und Mieter, die bereits jetzt ihre Miete nicht mehr zahlen können, ihre Schulden in den nächsten zwei Jahren vollständig zurückzahlen können, zuzüglich 4% Zinsen? Das kann und wird nicht funktionieren, das wissen Sie so gut wie ich, und deswegen muss nachgebessert werden. Und Herr Kasseckert, das ist doch ein guter, diese Regelungen sind doch der Beleg dafür, dass wir eben keine Umverteilung der Krisenkosten auf die Vermieter erleben, sondern eine Umverteilung auf die Mieterinnen und Mieter. Und das müssen wir ändern. Und die Immobilienwirtschaft, die weiß doch, wie sie ihre Interessen durchsetzt. Sie ist jetzt mit einer Idee von einem Sicher-Wohnen-Fonds vorgeprescht, aus dem die Miete mithilfe staatlicher Kredite in voller Höhe weiterbezahlt werden soll. Das ist doch nichts anderes als ein durchschaubarer Versuch, Gewinne zu privatisieren und Verluste zu vergesellschaften. Das weisen wir entschieden zurück. Und jetzt weiß ich, dass Sie hier sehr oft nicht über die großen Wohnungskonzerne sprechen wollen, sondern immer über die kleineren Vermieter. Aber reden wir doch einmal über die großen Wohnungskonzerne und über zahlungskräftige Vermieter. Insbesondere große börsennotierte Wohnungsunternehmen, profitorientierte Gesellschaften. Wir wollen, dass die an den Kosten von Mietausfällen beteiligt werden. Dazu wäre denkbar eine Regelung, nachdem Mieterinnen und Mieter, die von Corona-bedingten Einnahmeausfällen betroffen sind, ihre Miete halbieren dürfen, während gleichzeitig ein Unterstützungsfonds einspringt für jene Vermieter, die tatsächlich in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Und ich finde es in einer solchen Situation unsäglich, dass Wohnungskonzerne wie etwa Vonovia auch noch angekündigt haben, in dieser Situation Dividende an ihre Aktionäre auszuschütten. Ja, so arm dran können diese Konzerne nicht sein, wenn sie auch noch Dividenden ausschütten. Das ist einfach unverschämt, und das sollte verhindert werden. Über die Idee der Krisenmiete, das wird im Moment in Berlin diskutiert. Das können wir an anderer Stelle die Diskussion weiter fortführen. Aber jenseits von solchen Akutmaßnahmen brauchen wir mehr denn je einen längerfristig wirksamen Schutz für die Mieterinnen und Mieter. Und Herr Kollege Lenders, Sie haben recht. Wir brauchen diesen Schutz, eben weil die Maßnahmen der Bundesregierung nicht ausreichen. Deswegen brauchen wir in Hessen auch einen Mietendeckel, einen hessischen Mietendeckel, den wir ja als LINKE nun auch schon seit über einem Jahr fordern. Und da begrüßen wir es ausdrücklich, dass die SPD ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben hat und das erneut eindeutig bestätigt, was auch wir schon lange sagen, ein hessischer Mietendeckel, der ist nicht nur notwendig, der ist rechtlich möglich. Das Land hat die Gesetzgebungskompetenz, es muss sie nur nutzen. CDU und Grüne hätten die Möglichkeit, mit einem solchen Instrument die Mieter wirksam zu schützen. Wie man die Kompetenz nutzen könnte und wie ein hessischer Mietendeckel im Detail ausgestaltet werden müsste, damit er dann wirksam schützt und trotzdem rechtssicher ist, darüber lässt sich streiten.
Das müssen wir im Ausschuss und an anderen Stellen auch weiter diskutieren und dabei auch einige Argumente, die die Kollegin Förster-Heldmann hier genannt hat, entkräften. Warum nämlich der Mietendeckel tatsächlich dafür sorgt, dass die Mieten sinken, da gibt es auch viele Belege in Berlin, warum dann das so ist. Daher an dieser Stelle nur so viel. Ein bisschen mehr politischer Wille würde auch dem Mietendeckel der SPD guttun. Denn im Antrag, das ist ja hier auch deutlich geworden, wird ein moderater Ansatz verfolgt, und der lässt aus unserer Sicht außer Acht, dass der Mietenwahnsinn, dass die Verdrängung, dass der Mangel an bezahlbarem Wohnraum in den letzten Jahren eben keineswegs moderat waren und weshalb es, so jedenfalls unsere Überzeugung, eben nicht ausreicht, auf Eingriffe, den Mietendeckel nicht auf Eingriffe in laufende Mietverhältnisse und Mietsenkungen bei Bestandswohnungen anzuwenden. Wir brauchen nämlich solche Maßnahmen. Wir brauchen ein Höchstmietensystem mit der Möglichkeit zur Mietsenkung, wie es in Berlin gemacht wird. Das ist in einem Flächenland sicherlich schwieriger umzusetzen, aber unmöglich ist es sicherlich nicht. Unsere Haltung ist dabei klar. Wir wollen mehr als einen Mietenstopp light, der ist zu wenig. Notwendig ist ein Mietendeckel, der den Namen auch verdient. Gut, dass wir die Debatte jetzt um einen weiteren Schritt voranbringen.